Der Sehtest. Grundlage für jede Brille. Wir haben nachgefragt. Für 62% ist ein guter Sehtest beim Optiker besonders wichtig. Wie gut sind also die Sehtests der Optikerketten? Sowohl beim Optiker als auch beim Augenarzt habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen mit einem Sehtest gemacht. Ich mache den Sehtest beim Optiker und war da bislang immer sehr, sehr zufrieden mit. Beim Optikermeister eben, ne? Ich gehe erst zum Augenarzt und dann zum Optiker. Meist kommt was anderes raus. Ein Leben lang ohne Brille auskommen, eine Seltenheit. Laut Schätzungen sind in Deutschland etwa 50% der unter 30-Jährigen mindestens kurzsichtig. Und auch die, die in jungem Alter noch gut sehen, brauchen irgendwann eine Brille. Grundsätzlich ereilt uns alle aber so ab Ende 40, Anfang 50 die sogenannte Alterssichtigkeit. Das heißt, in der Nähe brauchen wir eine Sehhilfe, um die Brechkraft zu erhöhen. Das kann unser Auge dann nicht mehr leisten. Dr. Dorte Miebach ist Fachärztin für Augenheilkunde in Hamburg. Die Berufsfelder von Augenärzten und Optikern sind zwar klar abgegrenzt, doch beim Bestimmen der Sehwerte überschneiden sie sich. Grundsätzlich ist eine Brillenverordnung, die vom Augenarzt kommt, eine Arbeitsanweisung für den Optiker. In der Regel messen die Optiker aber noch mal die Werte selber. Wir Ärzte sind natürlich gehalten, nicht bestimmte Optiker zu empfehlen. Das ist natürlich eine Vertrauenssache. Und ich habe aber den Eindruck, dass unsere Patienten schon sehr genau spüren, wer es gut mit ihnen meint, wer das Organ Auge im Blick hat und wer nicht nur das schnelle Geschäft machen will. Wir machen den großen Sehtest-Check und schicken unsere Testkundin Svenja in die Filialen der 6 großen Optikerketten. Svenja benötigt bereits eine Lesebrille, doch nun fällt ihr auch das normale Sehen zunehmend schwerer. Die 45-Jährige arbeitet als technische Zeichnerin. Da muss sie gut sehen können. Begleitet wird Svenja von ihrem Freund Joshua. Ich bin heute hier, weil meine Augen irgendwie schlechter geworden sind. Also ich habe den Eindruck, da muss irgendwas passieren. Die Apollo-Filiale am Hamburger Hauptbahnhof ist die erste Station. Wir glauben, dass gutes Sehen so wichtig ist, dass wir die Eintrittsschwelle so niedrig wie möglich halten möchten. Und deswegen sind Sehtests, egal ob unser Sehtest Pro oder der Führerschein-Sehtest, kostenlos und jeder kann jederzeit kommen. Du denkst, dass du eine neue Brille benötigst? Gerade wenn es zu dunkel wird, dann kann ich noch schlechter lesen. Also ist so ein bisschen verschwommen alles. Der Optiker führt zunächst einen computergestützten Vortest durch und erhält so eine erste Auskunft zur Sehfähigkeit von Svenjas Augen. Zu einem Sehtest gehören einmal die sogenannte objektive Refraktion. Die ist patientenunabhängig, wird meist über die Achslänge der Augen und über ein paar physikalische Gesetzgebungen bestimmt, wie die Brechkraft der Augen sind. Für die Augenprüfung braucht der Optiker auch aktuelle gesundheitliche Daten. Um eine vernünftige Augenprüfung zu machen, brauche ich noch ein paar Informationen von dir. Dein letzter Augenarztbesuch war wann? Vor ungefähr 1,5 Jahren. Aber da war alles in Ordnung, gesundheitlich alles? Ja, außer dass die Augen ein bisschen schlechter geworden sind. Das wird selten besser. Diabetes, Medikamenteneinnahme derzeit, irgendwas, was sonst nicht gemacht wird? Oder Bluthochdruck? Nee, Bluthochdruck ist ein Einflusswert, der die Werte sehr schwanken lassen kann. Auch wichtig ist, ob ein Kunde vielleicht abgeschlafft ist, den ganzen Tag am PC saß und seine Augen schon überanstrengt hat. Das sind alles wichtige Dinge, die ein Optiker vorher erfragen sollte. Der Optiker nimmt nun die sogenannte subjektive Messung der Augen vor. Die subjektive Refraktion, da kann der Patient seinen Seheindruck schildern, mit welchen Werten er am besten sieht. Das ist Glas 1. Ja. Das ist Glas 2. Nur mal vergleichen. Glas 1 besser? Ja. Dann schauen wir noch mal nach. Bleibt mal in der zweiten Reihe. Ich glaube mit T, Z. Zum Schluss folgt die Feinabstimmung mit einer speziellen Messbrille. So lassen sich individuelle Sehgewohnheiten wie etwa die Kopfhaltung besser berücksichtigen. Richtig gut, ich kann wieder lesen. Der Sehtest ergibt für das linke Auge 1,25 Dioptrien, für das rechte Auge 0,25 Dioptrien. Svenjas nächste Station, Eyes and More in Hamburg. Habt ihr gar nicht dieses Gerät? Es gibt doch dieses, wo man sich so am Kinn ranlehnt und da im Hintergrund so ein Luftballon oder so ein Schiff ist irgendwie. Bei uns ist es tatsächlich so, wir orientieren uns immer an den Vorwerten der letzten Brille. Ja. Ja, weil das ist quasi der gewohnte Seheindruck. Einen Vortest gibt es bei Eyes and More nicht.
Dem Optiker reichen die Werte ihrer aktuellen Brille als Basis für die subjektive Sehprüfung. Mach's direkt einen Tick kleiner und gerne in der oberen Reihe beginnen. H-O-T-C-L. Also ein Sehtest ist bei uns so einfach wie möglich aufgebaut. Es soll auch nicht zu lange dauern. Wir führen den Sehtest mit geschultem Fachpersonal durch, sowohl mit Augenoptikern als auch mit Augenoptikmeistern. Niemand außer Meister mindestens darf refraktionieren. Jetzt natürlich jeden zu fragen, hören Sie mal, Sie machen gerade eine Brillenglasbestimmung bei mir, haben Sie überhaupt einen Meistertitel, kommt auch nicht so gut an. Die Vorschrift aber sagt, dass es nur der Meister oder gleich oder höherwertig darf. Noch einmal besser. Christoph Fischer von Ice & More ist Optikermeister. Kommen die Werte ungefähr hin oder weicht das doll ab? Also ich habe die Werte ein kleines bisschen stärker. Also auf der einen Seite 0,25, auf der anderen Seite genauso. Und rechts hätte ich eine kleine Hornhautverkrümmung gemessen. Im Vergleich zu den Apollo-Werten ermittelt der Optiker diesmal jeweils eine halbe Dioptrie mehr für das rechte und das linke Auge. Eine Hornhautverkrümmung links erfasst er nicht. Bei unterschiedlichen Messmethodiken, die alle zulässig sind, kommen immer leichte unterschiedliche Werte raus. Man muss aber auch wissen, das Auge ist ein lebendes Organ, es unterliegt Schwankungen. Svenjas nächste Station ist brillen.de. Die machen alles digital. Das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Mal gucken, wie das dann wirklich abläuft im Laden. In der Filiale geht's direkt zum Sehtest. Einmal durchgehen. Ich mache einmal einen Vortest. Ja, also gerne einmal auf den Rollhocker. Okay, das war's erstmal. Kannst du gerne wieder zurückgehen. Und jetzt stellst du mir meine Augen ein und machst genau. Die Werte. Genau. Also das macht jetzt jemand aus der Ferne. Wie aus den der Ferne? Den schalte ich jetzt dazu. Also da kommt jetzt ein Mensch. Genau, da kommt jemand. Und den sehe ich. Das ist ein Augenoptikermeister aus Berlin, München. Also. Okay, schon ein bisschen spooky, ne? Dass du das nicht selber hier bei mir machst. Hallo, guten Tag, hier ist Alena. Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen irritierend gerade. Ich fühle mich ein bisschen so, ja, das ist so ein bisschen seltsam. Bin ich nicht gewohnt. Aber ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Ist das so von der Höhe angenehm? Ja. Das sieht gut aus. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Wie, du gehst jetzt und jetzt werde ich hier allein gelassen? Also jetzt wird das alles digital? Genau, das wird alles, wie gesagt, digital gemacht halt. Okay. Also das ist eine Augenoptikermeisterin. Ja. Also aus der Ferne. Und die kann das Gerät halt vernünftig bedienen. Wir haben also durchaus Geschäfte, die einen Augenoptikermeister im Geschäft haben, als auch sowohl remote dazugeschaltet. Aber stellen Sie sich vor, in der Zeit kann ich als anwesender Meister was anderes machen. Ich kann also entweder einen anderen Kunden bedienen, ich kann eine Fassung auspacken, ich kann Abgaben vorbereiten. Und ich gewinne am Tag 2 bis 3 Stunden, die ich normalerweise in einer 1:1 Situation mit dem Kunden wäre. Der Meister im Verkauf, da wird das Geld gemacht. Bei der Messung wird das Geld nicht gemacht. Dann starten wir mal mit dem rechten Auge. Ja. Was kannst du denn hier lesen? A, D, F, N, A. Ist das denn besser? Oder die Nummer 2? 2. Es war erstmal sehr ungewohnt, also war es schon ein bisschen komisch. Erst macht der Optiker das und dann geht er weg und man sitzt da erstmal so und denkt, okay. Und dann hörst du ja nur noch die Stimme, weil du siehst ja jetzt nicht wirklich was. Also es war okay, aber es war schon ein bisschen ungewohnt. Tatsächlich ist es so vom Sehtestablauf genau das Gleiche. Also es würde jetzt keinen Unterschied machen, ob ich neben Svenja sitze oder halt zu Hause im Homeoffice. Die Sehwerte von brillen.de ergeben mit rechts 0,25 und links 1,5 ein ähnliches Ergebnis wie die Apollo-Messung. Bei ProOptik in der Bremer Filiale läuft der Sehtest klassisch ab. Da ohne weiter auf andere einzugehen, bei uns ist ein Meister vor Ort. Das wird auch nicht irgendwie mit Fernwartung oder online oder per Teams oder sonst was aus der Zentrale her mit irgendwelchen Meistern gemacht. Bei uns haben sie eine Refraktion von einem Fachpersonal. Im Sehtestraum führt die Optikerin ein Gespräch zur Anamnese, bevor sie die subjektive Messung beginnt. 6,8352. Nach der Sehwertermittlung kommt noch die Feinabstimmung mit der Messbrille. Das ist richtig gut. Okay. Das haben wir schon. Das war der Sehtest. Die Sehwerte von ProOptik unterscheiden sich mit rechts 0,5 und links 1,5 nur geringfügig von den vorausgegangenen Messungen. Bei Fielmann macht Svenja ihren Sehtest im Hamburger Flagship Store.
Hier gibt es eine ganze Etage mit Sehtesträumen, was auf hohen Kundendurchlauf schließen lässt. Natürlich kann so ein Sehtest in 15, 20 Minuten fertig sein. Wenn der Kunde aber die Zeit benötigt und wir die Zeit benötigen, bei einer Gleitsichtbrille etc., dann kann so ein Sehtest auch mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde dauern. Nicht immer nur ein langer Sehtest ist ein qualitativ guter Sehtest. Manchmal verunsichert man die Probanden auch, indem sie zu lange auf eine Zahl schauen. Dann fangen sie an, ihren Augenmuskel zu sehr zu überspannen und man bekommt falsche Werte raus. Bei Fielmann dauert der Sehtest ähnlich lang wie bei den anderen Optikern. Und auch die Werte von 0,5 rechts und 1,5 links zeigen ein ähnliches Sehtestergebnis. Der Online-Sehtest. Wir machen den Check. Denn 69% der Optikerkunden trauen dem Online-Sehtest nicht. Mit Online-Sehtests habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Ich glaube auch nicht, dass ich darauf vertrauen würde. Ich mache zwar vieles online und vieles spielt sich online ab, aber wenn es um meinen eigenen Körper geht, da vertraue ich doch eher dem Ansprechpartner vor Ort. Ich würde niemals einen Online-Sehtest machen. Ich werde bei meinen Optiker so beraten, dass ich auch dreimal hingehen kann, wenn die Werte so unterschiedlich sind. Und dann gehe ich lieber zu meinen Optiker. Ich würde es versuchen. So generell, mein Vertrauen wäre jetzt erstmal, ja, wäre jetzt nicht so hundertprozentig da. Svenja macht für uns daheim den Online-Sehtest-Check. Im Internet bietet Mr. Spex einen solchen Sehtest auf seiner Website an. Svenja startet das Programm. Bitte geben Sie Ihre Schuhgröße ein. Mit diesen Informationen berechnen wir, wie viele Schritte Sie von Ihrem Computer aus ausführen müssen. Ach Gott. Bitte ziehen Sie Ihre Schuhe aus, um einen Abstand von 3 Metern mit Ihrer Schuhgröße genau zu messen. 3, 10, 11. Wir sehen in Summe, das ist das, was wir beurteilen können, dass ungefähr 90% nach der Diagnose oder nach dem Sehwerten aus dem Sehtest tatsächlich auch eine Brille kaufen und dort die Zufriedenheit mit diesen Brillen, ja, nicht schlechter ist als einen Sehtest beim traditionellen Optiker. Also dieses reine Online, ich gucke mal eben Gerät rein und wie ich jetzt höre, also mal Schuhe ausziehen oder sonstiges, hört sich aber schwer unseriös an. Linkes Auge bedecken. Sehen Sie sich das Bild an, das auf Ihrem Computer angezeigt wird. Wählen Sie auf Ihrem Telefon das Objekt so aus, wie Sie es auf dem Bildschirm sehen. Das ist echt anstrengend, immer nach oben, nach unten gucken. Also mein Auge muss sich ja immer neu einstellen. Also ich weiß nicht, so richtig kann das nicht sein. Gut gemacht. Wir würden gerne Ihre Meinung zum Online-Sehtest erfahren, damit wir unsere Benutzererfahrung noch besser machen können. Sorry, 1 Stern. Richtig schlecht. So. Links habe ich 0,3 und rechts 0,5 Dioptrien. Sagt aber gar nichts aus, also kann gar nicht sein. Mein linkes Auge ist schlechter als das rechte. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Online-Werte von 0,5 rechts und 0,3 links unterscheiden sich von den Sehtestergebnissen der anderen Optiker. Das kann ich mir nicht erklären. Wir haben einen Partner, mit dem wir das zusammen machen. Der ist klinisch getestet und zugelassen in Europa. Deswegen ist mir so ein Fall so noch nicht vorgekommen, weil, wie gesagt, auch einen Optiker noch mal kontrolliert. Hier muss es offensichtlich zu mehreren Effekten gekommen sein. Die kann ich mir jetzt so nicht erklären. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich. Ja. Ich würde nie auf den Gedanken kommen, einen Online-Sehtest anzubieten. Was man machen kann, ist zum Beispiel eine Sehprobentafel jetzt online stellen und dann sagen, auf die Distanz, bis welche Feinheiten kannst du lesen mit dem rechten Auge, mit dem linken Auge. Das ist aber so grob, dass man sagen kann, liegt da was Grobes vor? Oder also wenn du schon gar nichts mehr erkennen kannst, von oben bis unten, dann gehst du mal zum Optiker, lässt du mal eine richtige Messung machen. Ne? Also, Der Test war katastrophal. Also das kann nicht das Richtige sein. Also gehe ich auf Nummer sicher und mache das vor Ort. So ist gut. Sehr schön. Wenn du noch mal auf die ganze Reihe schaust, ist das spontan noch mal besser oder eher kleiner? Nee, ähnlich. Ja, sehr gut, perfekt.
Beim Test in der Hamburger Mr. Specs-Filiale kommen dann auch ganz andere Werte heraus. Das Messergebnis der Optikermeisterin in der Filiale zeigt keine großen Abweichungen zu den Sehtestwerten der anderen Optiker. Es gibt viele verschiedene Sehtests. Auf jeden Fall muss subjektiv gemessen werden. Achten Sie darauf, dass es mit Ruhe und Sorgfalt durchgeführt wird. Schnelltests bringen nie ein optimales Ergebnis. Die Werte, die in den Sehtests ermittelt wurden, sind zusammen mit der Bedarfsanalyse ausschlaggebend, welche Brille für Svenja die richtige ist. Die Dioptrien weisen bei Svenja auf eine eher leichte Sehschwäche hin. Braucht sie schon eine Gleitsichtbrille oder nur eine Einstärkenbrille? Oder kommt sie weiterhin mit einer Lesebrille aus? Was ihr die Optikerketten empfehlen? Später mehr. Der große Sat1 Optiker-Check.